So, hallo, ihr seht schon, wir müssen mal wieder ein paar Videos zusammenfassen. Es sind jetzt drei Fail-Parts hintereinander und es sind frustrierende Fail-Parts. Ich hatte so gute Möglichkeiten teilweise und ich habe alle in den Sand gesetzt. Aber schaut's euch in Ruhe an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was im ersten Fail-Part passiert ist. Ich weiß, was im letzten passiert ist, weil den hatte ich gerade eben. Aber wir fangen jetzt mal an, hier zusammenzufassen. Also, das ist jetzt sozusagen, das wäre jetzt Part 114 geworden, ne? 113 ist noch, den lade ich noch hoch, wie 113 halt ist. Da haben wir gerade den kennengelernt, den Kollegen. So, diesen Steinhaufen und so weiter, haben so ein bisschen mehr gelernt, wie das Ding funktioniert. Und jetzt gucken wir mal, was im nächsten Part passiert ist. Isaac Bei Isaac and his mother Repentance. lived alone. Und ja, es ist. Ich mag ihn total. Ich mag diese ganzen Funktionen, die es gibt. Ich lasse mich nur viel zu sehr davon ablenken. Das ist so das Problem. Na, ich sehe jetzt schon wieder da oben, wir haben die Spur. Die Spur gibt es gleich am Anfang. Das ist sehr praktisch. Das ist auch sehr praktisch. Es wäre zwar in echt noch praktisch, also in echt sage ich schon. Es wäre zwar mit Dings noch praktischer, aber so ist es auch in. Das ist auch cool. Naja, so cool ist es auch nicht. Ich weiß nicht. Ich lasse mich manchmal von Items zu sehr. Keine Ahnung, so im Nachhinein denke ich mir so, eigentlich ist es jetzt auch nicht so das beste Item. Ansonsten, ja, ich glaube, ich würde das hier dann kaufen. Ja, ich spule mal ein bisschen vor und wir gucken mal, wie es weitergelaufen ist. Weil den Spur gerade, im Fall relativ egal. Ich wurde erwischt. Das ist halt, wenn du das schaffst, dass du diese weiße Spur sozusagen erstellst, die dann auch konstant ist, dann hast du die Ebene im Prinzip geschafft. Es wäre super gut, wenn man es schaffen könnte, dieses Ding bei Greed unten zu erstellen. Alles andere darf kaputt gehen. Diesmal geschafft hat. Egal in. Uah. Ach, dumm. Aber ihr seht schon, es sind so Treffer, ne? Da könnte ich mich aufregen. Und gerade mit Blue Baby darf sowas halt nicht passieren, weil du kriegst halt diese blauen Herzen so schnell nicht wieder. Das sind Treffer, ich könnte mich aufregen. Dann ist einfach Feierabend. Ich meine, guckt's euch an. Der kann mir gar nichts mehr. Ja. Und die können mir auch nichts mehr. Das ist. Man muss nur das schaffen. Du brauchst nur einen Stein, den Holy Poop und das war's einfach. Und eine Spur vielleicht noch. Ist Feierabend. Okay, ich spiel mal ein bisschen weiter vor. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass die Reaction so lange läuft wie in der Part. Das ist okay. Denn bisher passiert nichts Spannendes. Bad, ist die noch fertig. Aber wieder Fitze weg. Nicht so. 37 nicht mehr vom. Nein. Ich würde sagen, wir machen einfach. Wir haben mittlerweile so einen, glaube diesen Regenbogeneffekt von den Dingern. Genau, die, ne, deswegen werden manchmal die Gegner gefreezt und so. So hier hoch. Ja, nicht Regenbogeneffekt, Stein. aber ihr wisst, was ich meine. Aber seht ihr das, wie ich einfach. Das ist was, was mich aufregt. Jetzt, auch jetzt beim Zuschauen wieder. Ich gehe. Viel zu sehr, sobald diese Spur da ist, bin ich so fixiert auf diese Spur, dass ich einfach zu nah an allem dran bin. Und mich dann treffen lasse. Na, hier. Statt dass ich weggehe, will ich einfach auf der Spur bleiben, damit ich ihn schnell kaputt machen kann. Aber das ist halt Schwachsinn. Wie springt der da hin? Aber das ist okay. Nee, ist nicht okay. Du hast Herzen verloren. Viel zu viele. So. Absolut nicht okay. Es ist aber ein bisschen riskant, was ich da mache. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich immer so schnell draufgehe. Genau. Dass ich dann nämlich unbedingt auf dem Holy-Ding stehen bleiben will und dafür Kids kassiere. Schön, dass er es auch so sieht. Und das ist eigentlich dumm. Richtig. So. Ach ja, die Auswahl war nicht so prickelnd. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich genommen habe. Das ist great. Cool. Alles Ich klar. glaube. Ja, genau. Ich glaube, das Ding habe ich Das genommen. Item. Und das Common Soul hat's raus. Dann machen wir das. Ich habe nämlich gesagt, wenn hier Soul Hearts rauskommen aus den Flammen, dann nehme ich das, weil dann kriege ich damit Upgrades. So, Stat up, Stat up. Und das war mir dann lieber. Aber ich glaube, rückwirkend wäre das andere Ding besser gewesen. Naja. Ja, ihr seht auch immer so ein bisschen am Rand, was ich gekauft habe. Deswegen Ich spule ich jetzt bin immer ein bisschen vor. Magician. Ich will relativ schnell hier durchkommen und die spannenden Sachen zeigen.
Boxes will Orko. Gib mir Geld. Das ist. Das hat's. Können wir einfach. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich im letzten Part schon so gemacht habe, dass ich immer so ein bisschen das Schlachtfeld vorbereitet habe. Das kann man auch machen. Es ist ganz in Ordnung. Nee. Da oben. Ja. Aber ihr seht schon, ich habe nur noch 2 Herzen. Eineinhalb. Liegt jetzt. Du gehst dahin, du gehst dahin. Noch eine Bombe. Und da ist auch schon dann. Und da will ich den Holy Poop wieder nutzen. So. Und sollte das doch passen. Ja, sollte doch passen. Machen wir noch einen. Schauen wir mal, ob es passt. Ich weiß es selber nicht mehr. Ich weiß nicht, wann dieser Run zu Ende ist. Drücke mir die Däumchen, dass ich da jetzt nichts versaue. Machen wir. Aber das müsste halt massiv. Ja. Das haut halt massiv rein. Hat gepasst. Ist völlig egal, wer es ist. Es haut einfach massiv rein. Gut. Leider kein Engelraum. Leider ein Satan-Deal natürlich. Schon weg. Was war da drin? Nichts, was ich gekauft habe. Okay. Was ich ja wollte. Versaut. Ja, okay. Dann normale Tiersubs mitgenommen und so weiter. Alles nicht weiter das spannend. Nice. Damage up und so Kram halt. Dein ist Seite der. Ist ein relativ gewöhnlicher Mann, der hier. Offenbar. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch nicht so dran erinnern. Generieren können. Funktionieren. Davon. Ja, wir kämpfen ein bisschen. Ah, der auch. Ich sehe schon, ich habe hier. Wo habe ich denn Darts? Okay. Schaut euch das mal an. Wir hatten hier noch 3 Herzen. Jetzt will ich mal gucken, was ist mir alles passiert. Was haben wir für Treffer kassiert? Ah, oder wird es dann größer? Nee, wird auch nicht größer. Ach, was haben wir kassiert? Wann haben wir kassiert? Bestimmt einer von dem. Von dem Champion. Bestimmt einer von dem Champion. Safe habe ich einen von dem Champion den habe ich da kaputt gemacht, okay. Ah, da ist neuer Champion aufgetaucht. So, mach dich weg. Da ist der erste Treffer. Halbes Herz. Nein, ich hasse es getroffen. No. Direkt noch ein Hinterher. Ich hasse das. Das war knapp. Getroffen zu werden, wenn es vermeidbar ist, wollte ich sagen. Und wurde noch. Ach, und dann. Ach, das hasse ich auch so sehr. Ich denke mir immer, ich sollte echt die Steine einfach wegsprengen. Ich check das nicht, dass ich da reinlaufe und nicht mehr rauskomme, weil ich diesen Stein nicht realisiere. Ich check das nicht. Ich bin öfter getroffen. Scheiße. Ja, ist halt einfach. Und du kriegst halt die blauen Herzen nicht so einfach wieder. Das ist das Kritische am Baby. Das wird mir immer mehr bewusst. Das macht diese Sache doch schon schwierig genug. Mir gefällt es extremst gut, was es hier für Kombinationsmöglichkeiten gibt und alles. Aber die Sache mit den blauen Herzen, die ist kritisch. Ach, komm ey. Das sind alles vermeidbare Treffer. Ja. Aber alles. Sehe ich auch so. Oh, der hätte mich böse erwischen können. Boah, der auch. Ah, der auch. Da habe ich jetzt echt Glück gehabt, muss ich gestehen. Ja, machen wir mal weiter. Da gab es den. Ach, da gab es den. Das wiederum. Ja, das ist ganz cool. Das wiederum. Ist jetzt so eine Sache, ne? Das ist jetzt okay. Damit könnten wir was anfangen. Gut, das, was wir spielen, ist das okay, wenn man schön viel Geld bekommen würde. Mindestens, denn es können ja auch Nickel spawnen. Genau. Was haltet ihr davon? Normaler Kampf, wenn ich das so richtig sehe. Schade! Oh, okay. Da war es dann schon vorbei. Was ist passiert? Was haltet ihr davon? Ach nein, Lars, ich laufe in die Spinne, ne? Ich überlebe die Runde nicht. Okay, ich hab hier noch am Leben. Ich dachte, das war's. Ja, okay, alles klar. Das war dann die Runde. Wir starten mit Momsky in der nächsten Runde. Schlüssel am Anfang bekommen ist auch eine coole Geschichte. Ja, weil man schön die Itemräume öffnen kann. So ein Ding halt. Da gab's jetzt die Bombe. Na, wie ich mich kenne, werde ich mich damit leider selbst in die Luft jagen. Na, hoffentlich nicht. Wir sprengen. Ich kann mich auch den Run noch nicht erinnern. Also, ich kann mich an die beiden anderen Parts erinnern, die dann jetzt kommen.
weil die nochmal frustrierend waren. Aber an den Ohren kann ich mich jetzt echt nicht erinnern, wie weit wir da gekommen sind, was da los war. Viele sind auch relativ schnell zu Ende gewesen, die Ones, ne? Also das kann jetzt passieren, dass das ein Run ist, der sofort zu Ende ist. Ich meine, guckt euch das an, ich habe schon wieder nur noch ein halbes Herz. Das ist in Ordnung, aber ich habe trotzdem Bedenken. Ja, ach. Viel zu oft getroffen. Oh ja, ja, moin. Ja, moin, das schaffe ich niemals. Okay, aber das gucken wir uns jetzt an. Das Schauspiel gucken wir uns jetzt an. Niemals schaffe ich das. Ich kann mich nicht erinnern, aber das traue ich mir nicht zu. Ja, mach dich im Feuer kaputt. Hier noch ein Feuer. Solange es vier sind, bin ich echt kritisch hier unterwegs. Sag ich ja. Okay, nächster Run beginnt. Wir haben diese... diese... Ne, sind nicht die Eye-Drops, das ist was anderes. Alter, wie das aussieht. Voll cursed. Ist der, wenn ich da gleich getroffen werde, da habe ich dann schon wieder gleich gar keinen Bock eigentlich. Ja, so ist es. Nein. Wo wurde ich denn da getroffen? Jetzt, wenn ich das nämlich sehe, da habe ich direkt ein halbes Herz verloren. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Nein, ich schon. Wollte den... Oh mein Gott. Alles klar. Aber ich sag mal, die schlimmen Ones, die kommen erst noch, ne? Wie gesagt, das, was ich gerade aufgenommen habe, es war so frustrierend. Es war so frustrierend. Leider nix. Nee, ich glaub's wirklich nicht. Ach, da habe ich ja resettet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Okay, habe ich gleich resettet. Gut, Spritz am Anfang, Speedup am Anfang. Scheinbar habe ich ein paar Mal. Ich glaube, da habe ich ein paar Mal resettet. Weil ich frustriert war. Hol ich mir die Kiste. Drück mir die Daumen, dass ich mich nicht versau. Ich hol sie mir, okay. Dass ich nicht hier... Versau's nicht, Conan. Gut. Oha. Kommst du auch raus? Yes. Gut. Okay, er kommt raus. Sensationell. Schade, dass wir das Upgrade-Item jetzt nicht mehr haben. So, jetzt mach bitte mit dem Feuer Oha. Die Viecher kaputt. Denk bitte dran, dass so es mit dem Feuer kann. Geht. Danke. Aber das gibt's mir bestimmt Geld. Leider keine... Ja, okay. Reicht nicht für Hol's den mir. Itemraum. Hol den Schlüssel. Hol den Schlüssel. Ja, das war sehr lustig, Conan. Ich nicht und ich es jetzt okay. trotzdem nicht versaue. Das ist, was ich sagen wollte. Wir das gehen mit 5 Herzen hier rein. Ich wette, jetzt passiert wieder genau das Phänomen, was ich immer habe. Wenn ich plötzlich mehr Herzen habe, lasse ich mich öfter treffen, weil ich unvorsichtiger spiele. Na, weil nur weil jetzt wieder viel getroffen werden kann, werde ich auch viel getroffen. Oh lol, er sagt es selbst. Ich kenne mich einfach zu gut. Das ist dumm. Ja, ist es. Verstehe ich immer nicht, wenn mir das passiert. Da ist aber so. Okay, wir spulen vor. Da, guck mal! Von 5 Herzen, direkt 2 weg. Was ist passiert? Yikes. Mit Sicherheit Champion-Gegner. Ja, Champion Nummer 1. Direkt ein Herz weg. Na Mann, ey, dass genau dieser blöde Drecksack mich wieder treffen muss. Oha, da ist einer Salty. Dann laufe ich da rein. Ja, cool. Ja, bis schon wieder... Jetzt können mich nicht die treffen mit dem halben Herzen. Jetzt ist schon wieder zu viel los. Das schaffe ich schon nicht. Das sehe ich schon jetzt. Da ist schon wieder viel zu viel los für mich. Bin schon überfordert. Erstmal Spur setzen. Ja, dann rennt die Spur... Ja, komm. Ja, komm. Kein Bock. Ja, genau. Er resettet einfach. Hätte ich auch gemacht. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock mehr. Oh Gott, was war das für ein Part, ey? Ja, scheiß Anfang. Kannst du gleich aufhören. Weil ich es ja effektiv selbst was versaue. So, es ist eigentlich nicht schwer. Ja. Für mich zu. Guck mal, PhD. Es ist eigentlich nicht schwer. Oh, den Rand haben wir eine Weile gespielt. Ich kann mich ein bisschen was erinnern. Da habe ich hier so die Spur gesetzt. Dann war hier Feuer. Alles cool. Wir sind sogar gut durchgekommen. Guck mal, wir haben immer noch das Knochenherz. Wir wurden also nicht getroffen. Mach auch noch eine Giftspur draus. Ach ja, das interessiert mich, was da passiert ist. Da ist nämlich plötzlich, die Spur hat sich plötzlich aufgeteilt. Okay. Zack mal, zack. Weg. Einfach weg. Warum? Was passiert da? Hä? Ja. Normalerweise geht die doch nicht nach einer Weile weg oder so. Habe ich noch nie erlebt. Was habe ich getan? Hä? Ja, ich weiß es auch nicht. Da, zack. Okay. Und weg.
Als würde sie sich einfach auflösen können. Jetzt, ne? Ist mir neu gewesen. Keine Ahnung. Könnt ihr halt auch einfach normal bekämpfen, so. Aber nein, ich muss ja unbedingt in dem Creep drin stehen. Das verstehe ich immer nicht. Okay. Da schimpfe ich wieder über mich. Könnte ich halt, ne? Jetzt könnte ich sozusagen hergehen und die Dinger später holen. Ich glaube, ich kaufe PhD, ne? Ich müsste PhD kaufen, wenn ich mich richtig kenne. Oh nein! Ja, super. Bestes Item. Jetzt für die Runde. Nehmen. Das ist das einzig Positive daran, aber ich hoffe, dass jetzt zumindest Geld... Ja, okay, okay, okay. Ich krieg immerhin mein Geld zusammen. Ich hätte übrigens diesen blauen Stein hier schön sprengen können, wenn ich das Gift, den Giftpoop genommen hätte und den hier reingepfeffert hätte. Ich habe aber den Giftpoop einfach in die Ecke geschmissen, dass er weg ist. Weil ich die Bombe rausholen wollte, aber das war dumm. Wenn ich den... Ah, den hätte ich... Ach, ich komme gerade selber drauf. Alles klar. Cool. Shit. Kann ich den bis darüber schieben? Nein, kannst du nicht. Nee, jetzt... Man kann ihn eine Zeit lang schieben und dann kann man sie nicht mehr schieben irgendwie. So ist es. Aber den hätte ich besser... Ja, ich hätte... Also so weiß ich nicht, ob so ist, aber so kommt es mir vor. Ich hätte dafür sorgen können, dass das da drüben explodiert. Habe ich dumm gemacht. Hast du. Habe ich stumm gemacht. So, jetzt kauf dir PhD und gib Ruhe. Spuren. Ja. Das hilft nichts, ich muss es machen. So, man sagt mal PhD, bevor ich da Müll baue. Mhm. Nee, Latscher wollen wir nicht werden. Erste Pille schon mal scheiße. Okay. Ich gehe mal ein bisschen vor. Hä? Ach ja! Der Stimmt, das war die Geschichte. Ich sag so, Latscher wollen wir nicht werden. Und was passiert, wenn man eine Pille einsetzt? Richtig, die wird unten priorisiert. Ich möchte jetzt aber eigentlich Q drücken. Nee, Latscher wollen wir nicht werden. Um das Ding loszuwerden. Und was mache ich? Die Pille ist noch aktiv. So. Die Spur will ich jetzt speichern. Die Spur will ich jetzt speichern. Aber natürlich setze ich als erstes die Pille ein, weil ja nicht das Hold-Item vorne war. Ich wollte Q drücken, weil ich... Oh, ich könnte schon wieder aus. Es ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Ich wollte den speichern. Das wollte ich. Genau. Mann, ey. Ach ja. Ach ja, da kam eine Kiste raus. Alles umsonst. Er ist fassungslos. Erstmal ins Mikrofon atmen. Ja. Ist das ernsthaft eine Kiste, ne? Ja, kein Geld mehr. Keine Möglichkeit, einen Schlüssel zu bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht komme ich noch an die Münze daran und kann noch da unten den Raum nutzen. Ein Raum ist ja noch offen, da könnte ja auch noch was sein. Wollte ich mir die Münze hier holen? Nein, ich... Okay, einfach. Ich dachte, ich kann die halt einsammeln. Das hat nicht funktioniert. Ich wollte den unteren Raum mir noch angucken. Das ist... Oh Gott, ist das komisch. Und dann die Kiste öffnen. Falls Geld Ach, dort du auf... Schande. Oh Gott. Ah. Also ich glaube, es ist echt besser, wir machen das als Zusammenfassung hier. Wäre. Die ganzen jetzt Parts, die jetzt kommen werden, nein. Wegen dem Dings, was wir mit uns rumtragen. Den anderen kriege ich auch dann schneller zusammengefasst, weil hier weiß ich nicht mehr, was war. Bei den anderen weiß ich es noch grob. Haben wir den dabei. Wo? So, also. Normales Zeug hier. Wir werden ein paar Mal getroffen. Ist doof, passiert. Oh, riecht mich das auf. Okay, was regt dich auf, Kollege? Zeig mal. Wie mich jeder Treffer einfach aufregt, ne? So. Ach so, ja gut. Trefferregen. Jetzt gibt's wieder Satankampf. Nee, Mann, wieso trifft er mich? Weil du zu langsam bist. Ich kündige. Lösch dich. Löscht euch alle, ey. Hier. Holy shit, ey. Boah, riecht mich das auf. Ach ja. Ja, ist auch wieder, ne? Für Blue Baby nicht so die beste Geschichte, weil rote Herzdrops kriegen wir recht selten.
dass ich nicht getroffen werde. Die Krone, die blaue Krone, nützt mir auch nicht so viel. Ich habe dann mich für den Seraphim-Typ entschieden. Na, ist klar. Folgendes. Ich war ein bisschen. Okay. Schöner Schlüssel. Wir brauchen keinen Schlüsselkauf. Jetzt vorsichtig. Mit Was habe ich da? Ach, da habe ich den Dings nachgeguckt. Das war auch schwach. Sie noch nach blauem Stein gucken. Den nächsten Schlüssel. Soul Heart dazu. Das ist da gab es dann einfach nur das Ding. Ich seh's ja, was es gab. Oben in dem Ding seht ihr es ja. Nicht ganz so geil. Wir gehen nicht. Was habe ich da geholt? Ach, der Dings, der da rumrollt. Ja, alles klar. Der kam dazu. Alles nicht sonderlich spannend. Na, ach ja, wir haben noch die Dings bekommen. Quattro Shot. Kam auch noch irgendwo dazu. Ich weiß gerade gar nicht mehr Feuer. Wo. Hatten wir den vorher schon? Keine Ahnung. Ein bisschen Gift. Ich habe es übrigens mehrmals geschafft. Ich weiß nicht, ob es irgendwann jetzt hier in dem Part passiert. Ich habe es mehrmals geschafft, dass ich die Sachen verlegt habe und dann so blöd war, dass ich das Feuer in die Nähe von so einem Giftding geworfen habe und mich einfach selbst gesprengt habe. Das ist mir mehrmals passiert. Familiar schon wieder mit dem Ding um mich. Ja, komm. Und auch hier wieder, schaut euch das an, ich bin viel zu... Mein Problem ist, dass ich immer... Sag selber, komm, sag selber. Wenn ich sowas mache, mit diesen Spuren, dass ich dann immer zu sehr mich auf die Spur konzentriere. Genau. Und dann die Spur nicht verlassen will. Aber genau. Das sorgt meistens dafür, dass ich erst recht getroffen werde. Deswegen, ich muss... Genau deswegen. Ne, ich will bei der Spur bleiben, Gegner ist da oben, ich will von der Spur nicht weg, will den lieber abschießen schnell und werde halt getroffen. Ich muss einfach lernen, diese Spur auch mal zu verlassen. Ja, habe ich bisher nicht gelernt, schade. Habe ich nicht gerade das Yam hat eingesetzt? Warum? Warum habe ich es einfach eingesetzt? Ich weiß es nicht. Mama. Ja. Alles läuft soweit okay. Nicht perfekt, aber es läuft. Ach ja, die Typen haben wir jetzt auch mehrmals im Greed Mode die Suppe versalzen. Aber wirklich. Ich glaube, der versalzt mir jetzt die Suppe auch. Ich bin mir nicht sicher. Kriegen wir den oder kriegen wir ihn nicht? Macht der Brimstone Kacke? Nee, der macht einfach nur Creep-Scheiße. Ach nee, das war der normale. Der, dann passt das. Sehr dann schön. Passt das, stimmt. Der grüne macht Brimstone, ne? Der grüne macht Brimstone. Sehr schön. Dann so, Satan-Kampf. Okay, der startet da oben. Das ist sehr gut. Lass dich nicht treffen, so gut, Kollege. Der ist gleich weg. Der ist gleich down. Lass dich nicht treffen. Das ist sehr, sehr gut. Und wenn der da auch noch reinspringt in die Kacke, dann ist das voll in Ordnung. Was mir übrigens auch öfter passiert, was ich dumm finde, weil ich es jetzt gerade sehe, dass der Creep von den Gegnern ja manchmal unter meinem eigenen Creep ist und dann laufe ich drauf und realisiere das nicht. Und werde halt natürlich getroffen dadurch. Ja, schön da oben drauf landen. Nice. Komm, gib mir Engel. Engel! Yes. So, erstmal Fliegen holen. So. Was gab's da? Kurz darauf hinweisen. Ah ja, okay, Damage hat sich erledigt. Damage plus HP ab. Wenn es eh nur eins gibt, ist das natürlich voll okay. Denn genau. Ab da. Weißes Herz nehmen wir noch mit. Dann kaufen wir noch einen Schlüssel und ich glaube, das war's dann. Na, dann sind wir gegangen. Ja, okay. Nächste Ebene. Was gab's hier? Die Dings. Dann. Da gab's blaue Herzen. Massen. Ah ja. Gibt's hier blaue Herzen. Sehr gut. Erstmal hier rein. Auch in Ordnung. Wenn ich sie jetzt gleich auflösche, spiele ich wieder zu unvorsichtig. Nee. Ich fülle die jetzt noch nicht auf. Ich fülle die jetzt noch nicht auf. Genau. Mal gucken, ob es gut geht. Ich weiß es selber, wie gesagt, nicht mehr. Ja, da geht schon wieder ziemlich viel Mist hier ab, ne? Wah, Mann! Es ist das ist das Problem, wenn ich wenn ich zu viele Gegner spawnen lasse, bin ich böse überfordert und dann ist es im Prinzip meistens einfach vorbei. Weil ich dann nicht mehr klarkomme. Ich krieg die nicht mehr los. Ich müsste in so einem Fall einfach wirklich dieses Scheißding stoppen. Ich müsste diese Stoppfunktion nutzen und das halbe Herz riskieren. Anstatt, dass ich weiterkämpfe. Ich darf halt nicht von den Großen getroffen. Oh jetzt kommen nämlich auch noch Augen dazu. Na, jetzt kommen auch noch die Augen dazu. Nee, das ist ganz ich glaube, das war's. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich hier rauskomme, aber wir werden es gleich sehen, ob ich rauskomme. Die Augen, shit. Dann gehe ich da oben rein, dann werde ich da nochmal getroffen.
Dann schmeiße ich einfach irgendwas um mich. Guck mal, wie viel da los ist. Wie soll ich denn da durchkommen? Alter, so viele Gegner auf einmal. Was ist denn los hier immer? Ja, es ist echt. Das ist echt böse. Man muss halt vorher besser. Ja, jetzt laufe ich da auch noch rein. Ein Herz noch, by the way. Spiel, checkst du noch was? Das ist zu halbes Herz. Viel! Aber habe ich dann nochmal den Run angefangen? Kann doch nicht sein. Also entweder ich schaffe das jetzt, wir haben noch 12 Minuten in dem Part. Hey, ich bin gestorben. Habe ich echt nochmal den Run angefangen? Wow. Nach einer Stunde, okay, alles klar. Das gibt's doch nicht. Und vorher sagt er noch, er kauft jetzt keine blauen Herzen, weil ist ja doof. Ne? Aber ich sag mal, wir hatten jetzt auch nicht so die beste Ausrüstung. Wir hatten Engelräume, die haben uns jetzt nicht das Beste beschert. Und ja, kam also anders als andere Runs im Übrigen, ne? Wo wir durchaus gute Ausrüstung hatten. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf, meine Zusammenfassung? Fast eine halbe Stunde, Schande. Muss ein bisschen Gas geben. Bin ich jetzt überfordert auf einmal mit diesen Ebenen? Sonst gehen die doch immer ganz schnell, wenn man OP ist. Meine, aber so OP waren wir jetzt auch nicht. Aber das gibt's doch nicht. So OP waren wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Boah! Aber Conan ist frustriert. Junge! Letzter Versuch. Okay, er macht tatsächlich. Ja, ich meine, ich muss ja. Es ist, hier ist ja noch Platz. Nicht. Hier ist ja noch Platz. Ich war voll zufrieden bisher mit dem Run. Naja. Na gut, meinetwegen. Aber dass mich das so schnell aus der Bahn wirft. Ja, so ist es halt. Ich raff das nicht. So, okay, also wir haben das. Wir haben ach was. Ja, das war wieder ein Run mit der Geschichte hier. Ich mag das Item ja total. Und sobald ich das sehe, will ich das auch haben. Wir können jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich erstmal drauf spielen, dass wir Geld hier bekommen. Also erstmal die erste Ebene überstehen. Oh mein Gott! Mann! Der macht mir Angst, der Kerl. Der ist voll aggressiv. Was ich da manchmal anstelle. Dass das so schief geht. Gut. So. Gut. Jetzt kaufe ich mir ziemlich sicher. Ach nee, jetzt geht's erst noch weiter. Satankampf. Einfach mal einen Stein reinwerfen. Ja, ich glaube, der trifft mich ein paar Mal. Ich glaube, der trifft mich. Ja, ich glaube, der trifft mich ein paar Mal. Wir lassen den mal kurz laufen. Ich glaube nämlich, ich habe noch einen Treffer eingesteckt von dem. Will ich euch nicht vorenthalten. Ja, geh. Zack! Ich hasse es so sehr. Das ist ein Problem. So, mach dich weg. Das Problem. Wenn man so stompy ist, ist übrigens, dass man seinen eigenen Haufen schnell kaputt läuft. Was blöd ist, wenn man einen Steinhaufen nutzt, um so eine Spur zu halten, ne? Zum Beispiel so eine Holy-Spur dann. Man läuft einfach auf den Steinhaufen drauf und der ist kaputt. Das ist ein bisschen ungünstig. Und es ist ein Problem, dass ich, Sag nicht, ich sag das jetzt auch genau jetzt. Sag nicht, ich... Wie gut kenne ich mich eigentlich? Stompy bin. Come on! Was ist das? Weil ich dann schnell meine eigenen Pups kaputt laufe, da muss ich dran denken. Ist mir gerade wieder aufgefallen. Gut, schön, dass das dir gerade wieder aufgefallen ist, mir nämlich auch. Ist mir gerade wieder aufgefallen, da muss ich ganz, ganz dringend dran denken. So, schönes Black Hole. Ist ein cooles Item, wenn man ordentlich Batteriekram dazu jetzt hat. Jetzt brauchen wir ab hier Batterie-Items. Genau. Ganz viele Batterien. Ach, und da gab es die Flaming Tears jetzt auch noch, stimmt. I remember. Okay, so. Richtig. Weiter im Programm. Ah, das, okay, die sorgen nicht dafür, dass das explodiert. Ja, das habe ich getestet. Hat nicht funktioniert. Okay, gut zu wissen. Dann haben wir das jetzt getestet, in Ordnung. Genau. So, hier gibt es Pillen. Ich hasse dich, ich hasse dich. Jetzt hat er mir die das ziehen mir erstmal hier die schön die Batterie aus dem Ding raus. Der Drecksack. Okay. Keine ordentlichen Pillen dabei gewesen. Puberty, Speeddown und doch irgendwas. Kann ich den da rauswerfen irgendwie so, indem ich da reinwerfe und dann schiebt's den raus? Nee. Ja, jetzt denk nach. Komm ich drauf? Ich bin mir nicht sicher, ob ich drauf komme. Geld. Yes.
Sehr nice. Denk nach. Schmeiß den jetzt nicht einfach weg. Oh, ich kann ihn aber raus. Ah nein, oh nein, oh nein. Ich stehe zu nah dran. Ich stehe zu nah dran. Das ist jetzt genau so eine Situation, die ich vorhin meinte. Ich werde mich... Ja, ich sehe das jetzt schon. Ich sehe das jetzt schon. Ich stehe zu nah dran. Ich spreng mich. Ich spreng mich so. Ich spreng mich so selbst. Scheiße. Ich sehe es jetzt. Ich sehe es jetzt. Ich stehe zu nah dran. Wenn ich von da aus werfe, fliege ich in die Luft. Habe ich das gemacht oder bin ich weit genug weggelaufen vorher? Sprengen. Und er geht noch näher hin! Er geht noch näher hin! Ist das mein Ernst? It was at this moment he knew. Oh, ich hab's... Okay, ich dachte, ich werde getroffen. Ich dachte, ich werde getroffen. Was war das denn für ein Geräusch? K-L-U-K. Ja, es war klug, aber du warst ziemlich nah dran, mein Freund. Das ist gefährlich. Mach das bitte nicht mehr. Danke. Und werd dafür mit etwas belohnt, was ich nicht will. Nice. Richtig nice. Okay, so. Wir gehen in die Runde. Hier eine Spur. Okay, dann jagen wir mal Pilze in die Luft. Oh Gott, direkt an der Wand. Jetzt muss ich natürlich warten, bis ich das Ding auflädt, dass ich es nutzen kann, ne? Aber ihr seht, der Part ist gleich zu Ende. Also ich kann es leider nicht sehr lange nutzen. Okay, okay. Das Schöne ist jetzt den... Nee. Ein Herz noch. Jetzt ist es aufgeladen. Setze ich es direkt ein oder lasse ich mich noch den weiter? Feuertränen-Effekt fahren wir jetzt immer, wollte ich sagen. Jetzt setze ich es ein. Das war noch in Ordnung. Die nächsten zieht es rein. Das war auch noch in Ordnung. Oh Gott, ich darf nicht runter. Ich bin halt viel zu langsam. 0,65 Speed. Ich bin viel zu langsam. Macht mich auf. Der macht mich sofort weg. Der macht mich instant weg, wenn er mich. Ah, ja, stimmt. Jetzt ist was passiert. Das muss ich mir mal angucken. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, genau der. Jetzt ist er weg. Passt mal auf. Das würde mich jetzt interessieren, was ihr dazu sagt. Fertig da unten, was da los Passt ist. Passt mal auf. Ich glaube, wir warten einfach, bis ich mein Dings aufgeladen habe. Genau, ich warte jetzt, bis es sich auflädt. Ich will es dann einsetzen. So, jetzt ist es aufgeladen. Ich schmeiß es dahin. Gibt's hier einfach in die Mitte. Es geht los. Und, Achtung. So. Zack, einfach wieder weg. Wo ist es hin? Ich glaube, wir warten einfach, bis sich mein Dings aufgeladen hat. Was hat der eingezogen, dass er zurückgegangen ist? Also hier, ne? Ich schmeiß es hin. Einfach in die Mitte. Jetzt geht's los. Und irgendwas scheint er einzusaugen oder so. Keine Ahnung, dass es direkt wieder vorbei ist. So. Das habe ich nicht verstanden. Das war noch nie so. Das war noch nie so. Der hat bisher immer länger gemacht. Wo ist es hin? Es ist einfach verschwunden. Hä? Ja, und dann bin ich gestorben, weil ich verwirrt war. Ich lese es jetzt mal ganz kurz nach, ob es irgendein Item gibt, was... Vielleicht kann man es nachlesen. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob das Black Hole irgendeine Schwachstelle hat. Intuit for 6 seconds. 6 ist 6 Sekunden. Da steht nicht dort, dass es irgendwie wieder aufgelöst werden kann. Steht wirklich nicht dort. Versteht es nicht. Weil das hat mich hier halt total aus der Bahn geworfen. Was? Wieso ist mein Portal weg? Ja, es ist kein Portal, aber es ist in Ordnung. Was hat es aufgesaugt, dass das weg ist? Was ist denn da passiert? Ach, scheiße, Mann. Ja, haben wir uns jetzt im Nachgang angeguckt. Okay, ich weiß jetzt immer noch nicht, was passiert ist, aber vielleicht könnt ihr es mir erklären. So, das war Nummer 1. So, Nummer 2 Zusammenfassung. Geht insgesamt eine Stunde der Part. Müder Conan versucht sich zum dritten Mal, vierten Mal, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es ist das vierte Mal. An Guidia mit dem Baby. Und das war der falsche Kollege. Ach, da bin ich, ja, habe ich kein Tainted gestartet. Okay, ist in Ordnung. Oder ob ich wieder eine Zusammenfassung mache. Ach, okay. Jetzt. Und ich habe es im letzten Part schon gesagt. Ich weiß nur nicht, ob ihr den sehen werdet. Oder ob ich wieder eine Zusammenfassung mache. Ich mache eine Zusammenfassung.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch nicht das volle Potenzial von Baby nutze, von dem Charakter nutze. Einfach hin. Oh, was ist das denn schwer? Wenn das keine gescheiten Pillen sind, bin ich direkt raus aus der Runde. Wegen Pretty Fly habe ich jetzt doch weitergespielt. Okay. Mit dem Pretty Fly lassen wir das jetzt mal. Aber grundsätzlich... War schön, wie ich auch weiterzähle, was ich sagen wollte. Bin ich jetzt noch nicht so begeistert von der Geschichte hier. Was ich sagen wollte. Schön, wir reden weiter. Wenn hier ganz viele Häufchen am Ende sind, oder das heißt am Ende auch zwischendurch schon, dass es eigentlich wahrscheinlich klug wäre, da wirklich weiter vorzubereiten. Und... Ah, das ist der Run! Ja! Okay, da gibt's einiges zu erzählen. Und Camouflage ist super cool. Du gehst in eine Ebene rein und bist sozusagen so lange unverwundbar, bis du schießt. Nicht unverwundbar, aber unsichtbar, bis du schießt. Das heißt, die Gegner registrieren dich nicht. Funktioniert allerdings nicht bei Bossen. Leider. Aber so rückwirkend... Kommt das denn jetzt? Ach ja, das hat mich auch... Das stimmt, ich muss nochmal zurückspulen. Ist da schon immer ein blaues Herz gewesen da oben? Aber grundsätzlich... Guck mal, kein blaues Herz. Seht ihr das? Auf dem Ding ist kein blaues Herz. Jetzt sammle ich Camouflage ein. Geh zurück in den Shop und da liegt ein blaues Herz. Wo kommt das denn jetzt? Wo kommt das her? Hä? Lag das da vorhin schon? Nein, eben nicht. Hä, das lag da doch gerade noch nicht. Okay. Weiß es jetzt bis jetzt auch nicht. Interessant. Könnt ihr mir auch gerne erklären, was da passiert ist. So, jetzt mal gucken. Ich mach mal hier den Kollegen. Okay, das löst schon mal nichts bei mir aus. Und dann habe ich nämlich getestet, wie das ist. Wenn ich jetzt nämlich einen Poop hochhebe, ob da irgendwas passiert. Oder ob das sozusagen schon diese Unsichtbarkeit wegmacht. Und das macht sie nicht weg. Und das bedeutet für mich, ich gehe so vor. Die schießen nicht, ne? Nee. Oh mein Gott. Ich bleib komplett unbeachtet. Man muss halt nah ran. Das ist geil. Aber es ist cool. Es ist echt cool. Das ist geil. Man sollte doch meinen, dass das nur an ist, der läuft, oder? Meines Problem ist, man kommt nicht schnell genug voran. Ihr seht schon, ne? Ich bekomme die Gegner nicht schnell genug weg. Ich bekomme die Gegner nicht schnell genug weg und es werden immer mehr. Sind alle so, ja, hi. Und ich kann zwar, die greifen mich zwar nicht an, aber ich kann halt immer noch reinlaufen. Und ich muss halt nah ran für die Geschichte, aber was ich da mache. Können Schüsse und so nicht kommen, die gehen nicht zu mir, die wissen nicht, was los ist. Das ist mal eine coole Geschichte. Okay, der springt einfach wahllos rum. Und die schießen auch jetzt so, ne? Die schießen einfach random. Die springen einfach wahllos rum, so das können die halt. Ah! Wait, bin ich sogar? Ah, da wollte ich gucken, ob ich unverwundbar bin, bin ich aber nicht. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich werfe? Werde ich dann... Das probiere ich jetzt noch nicht. Wir lassen erstmal hier alles durchlaufen. Ich spule mal ein bisschen vor. Okay. Denn wie gesagt, wir räumen hier halt auf. Es dauert halt ewig. Das ist das Ding. Können wir jetzt auch gucken, ob ich jetzt... Wenn ich den schmeiße... Und da die Bosse sowieso nicht von dem Effekt berührt werden... Habe ich gedacht, ich kann es auch probieren und ich schmeiße ihn und ihr seht, ich werde sofort wieder... Ja, okay. Sobald ich schmeiße, werde ich hier... Genau. Jetzt weiter. Das heißt Camouflage jetzt normaler Kampf ist, gegen Monstro. Das ist ein bisschen aus. Schmeiße ich einmal das bei Kuh rein. Hat alles funktioniert. Kann man so machen, ne? Mal so. Kurz in die Luft. Das haut daneben. Und dann haben wir eine Bombe hierfür.
Aber jetzt kommt die Bombenreihe. Sehr schön. Da gehe ich nachher hin, weil es kann passieren, dass ich das einsammle und ich bin einfach weg. Ja, das war vorhin bei dem Schlüssel bei der Münze gesehen. Aber ich wollte auch hoffen, dass ich mehr als einen Schlüssel zurückbekomme. In den rein, aber es ist... Also, ich muss sagen, die Truhen mit Blue Baby zu eröffnen, ist echt frustrierend. Ja. So viel dazu. Das ist doch schon mal cool. Dann habe ich da das gekauft, dann kam ein HP-Up raus. Und solange die 7er sind, ist es natürlich günstig. Ach, da kam noch der Cube raus. Haben wir schon den zweiten Kollegen, der uns hilft. Das ist stimmt, doch schon mal Cube cool. Ist auch gut. Das ist doch schon mal cool. So, um das blaue Herz mitzunehmen. Blaues Herz mitnehmen und mehr abfluchen. Kann ich hier nicht tun, ne? Nee, mehr kannst du nicht tun. Komm, geh jetzt. Mehr kann ich effektiv jetzt nicht tun. Geh. 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 Okay. Danke. Diskutieren. Da gab's HP ab, ganz normales Item, nichts Spannendes. Hier gibt's wieder nichts, was man sieht. Wieder scheiße. Ja, das ist wieder scheiße. Ach, das ist doch schon wieder richtig scheiße. Dafür braucht man nicht extra sprengen. Reg dich nicht auf. So, und hoffen, dass der... So, dann bereiten wir hier alles vor. Normalen Haufen. Und gehen in den Kampf. Und, stimmt. Ist mein Camouflage weg. Stimmt. Ich lass ihn kurz selber erzählen, was er für Mist gebaut hat. Meine Theorie funktioniert nicht. Nein! Ich wollte nämlich schön vorbereiten und dann dachte ich so, okay, ich bin ja unsichtbar. Alles easy. Dann erledigen die Fliegen den Raum für mich. Naja, fast. Dann können wir noch einen Feuerhaufen irgendwo hinsetzen. Noch so einen normalen Haufen. Und jetzt haben wir nämlich nochmal so ein Fliegending. Das kann ich noch in die Ecke hier. Ich es einfach noch nicht merke. Dann haben wir noch einen Feuerhaufen. Nein, ich bin ein Vollidiot. Meine Theorie funktioniert nicht. Meine Theorie funktioniert nicht, weil sobald ich werfe, ist mein Camouflage weg. Ja, aber, Spoiler, man kann die Dinger auch fallen lassen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Man kann die auch fallen lassen, ohne dass Camouflage weggeht. Und zwar, indem man die Space, die Leertaste drückt. Dann lässt man die fallen, da wo man steht, und Camouflage geht nicht weg. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, blöderweise. Das hätte ich es natürlich nutzen können. So, also. Guter Start. Ja, guter Start, wir werden erstmal getroffen. Ich spule ein bisschen durch, wir werden getroffen, ne? Relativ normaler Kampf. Prima. So, leider sehe ich das Item nicht, ne? Das ist jetzt halt ärgerlich. Genau. Das also wäre es doch gut, wenn es nur ein Item ist und nicht eine Auswahl von Items. Mega ärgerlich. Wer weiß, was da jetzt cool ist zur Auswahl. Okay. Es ist zum Glück ein einziges Item. Es ist keine Auswahl. Perfekt. Dann kann ich mich zumindest nicht beschweren. Und Body ist auch voll in Ordnung. 3 blaue Herzen dazu. Ist ordentlich. Okay, alles gut. Jetzt im Reizen, die 7er Items zu kaufen, weil sie halt günstig sind. Mhm. Ich weiß, ich kann mir damit komplett was verbauen. Und hier drin ist jetzt folgendes Item. Ach nee. Na, dachte, das wir sind woanders. Einfach, dass mir was verbauen okay, kann. Das ist nicht so spannend, das Evil Eye. Aber die Vorstellung, dass da was Günstiges, was Cooles ist, die ist leider da. Ja, jetzt quatsch nicht was drauf. Was tun wir? Kauf. Bist eh zu neugierig, kauf. Yo. Okay. Okay. Ah, war doch nicht schlecht. War's wert. War doch nicht schlecht. Sonstigen Müll einsammeln, anhandeln. Okay. Und HP ab. Und jetzt gibt's, genau, hier oben gibt's jetzt nämlich einen schönen Strohhalm. Jetzt sind wir komplett voll. Jetzt darf ich kein HP ab. Oh, das ist auch interessant. Denn dieser Strohhalm sorgt dafür, dass man einfach Schaden im Raum machen kann. Und er lädt sich von selbst wieder auf. Und wir haben Camouflage. Das ist doch eine gute Kombination, oder? Und da habe ich jetzt nämlich festgestellt, und dass ich kann den legen kann. Und Camouflage Achtung. Geht nicht weg. Durch das Spacebar-Item.
Na, da habe ich festgestellt, ich kann den legen und kann sozusagen jetzt trotzdem vorbereiten. Also machen wir das, wir bereiten vor und ich kann jetzt nämlich schön immer wieder einfach nur Spacebar drücken, ohne dass ich angreife. Mein Camouflage hat bei Bossen immer noch keinen Effekt, ne? Muss ich immer noch bedenken. Das heißt, da muss ich dann richtig kämpfen. Aber die Phase hier kann ich jetzt eigentlich einfach, ne, ihr seht, es lädt sich von einfach selber mich ein auf. bisschen verstecken. Genau. Und immer wenn es aufgefüllt ist, kann ich den Store einsetzen und den Rest machen die Fliegen. Da dachte ich echt so, wird ein Super One. Muss ein Super One werden. Problem ist halt nach wie vor, die Bosse lassen sich so nicht besiegen. Das ist die lameste Taktik ever. Aber sie funktioniert. Na, was war ich Und happy? ich meine, ich behalte so meine Herzen. Und das ist alles, worum es geht. Genau. Das ist alles, was zählt. Ich behalte meine Herzen. Und So, somit. also wir machen jetzt diese lame Mal. Taktik, ne? Wir versuchen schon auszuweichen. Jetzt müssen wir halt kämpfen. Realisiert er, dass ich hier bin? Schon, ne? Ja, die interessieren sich für mich, leider. Also versuchen wir normal zu kämpfen. Ich hatte auch nicht viele Möglichkeiten, Herzen bisher zu verlieren. Ich habe mich einfach im Hintergrund gehalten. Versauen, was ich mir hier aufgebaut habe. Diese Kombination ist insane gut. So, Abflug. Aber ich werde halt leider wieder Entscheidungen treffen, die schlecht waren, rückwirkend. Wird man noch so ein bisschen Gift verteilen? So, Satankampf. Wir kriegen Gibt noch noch einen mal einen Engelraum. Engelraum. Ja, Und ist jetzt. zwar mit einem Item, was auch noch mal für meine Geschichte mit Camouflage extremst geil ist. Denn dieser Ventilator da macht ein Lichtaura um mich rum, die Schaden macht. Die ist einfach da und macht Schaden den Gegnern. Optimal. So, jetzt mache ich noch Folgendes. Ich hole mir noch die, glaube die Fliege hole ich mir noch. Genau. Dann ist hier jetzt Martyr aufgetaucht. Das hätte ich natürlich auch gerne in Richtung Store. Was ich mir aber auch geholt habe, ist die aufladbare Münze als Trinket, die sozusagen dafür sorgt, dass wenn ich eine Münze einsammle, kann es passieren, dass sich mein Spacebar-Item auflädt. Wer gibt mir 4 Münzen? Ja, wir brauchen jetzt noch 4 Münzen für diese Martyr. Aber Easy. ich glaube, ich krieg's. Ach doch, ja, nevermind. Verlieren, das Ich ist brauche ein einfach. bisschen, ich Du laufe ein bisschen rum. hierhin, du hierhin. Und dann fällt mir aber ein, hey, ich kann mich ja selber sprengen. Perfekt. The World, okay, kann man mitnehmen. Okay. Na, und dann habe ich mich selbst gesprengt und habe dadurch Geld bekommen. Und Okay. wo ist es jetzt, wo ich mich selber sprenge? Bin ich dumm? Ach, da. Hierhin, du hierhin, du hierhin. Und jetzt eine Bombe. Ja, und jetzt kann ich mir Martyr kaufen. Oh, die Dings. Yo, aber das mit dem Licht ist. Das mit dem Licht plus Camouflage plus Store. Ja, ist gut. Ist gut. Warum hast du dann den One versaut, Kollege? Warum hast du diesen One versaut? Das ist doch insane. Damit unsere Karte. Das hier wäre sehr gut. Das wäre cool. Ich lege jetzt Speedball wäre erstmal auch cool. zusätzlich. Dann. Aber jetzt geht schon los. Ihr werdet gleich sehen, dass meine Theorie leider nicht so Kommt nur. ganz perfekt ist. Kommt Denn an, der Freunde. Schaden von dem Kommt Licht ist an. halt nicht so Guck mal krass. hier. Ah, Die der ist wissen gar nicht, okay, was aber los nicht ist. so krass. Die wissen überhaupt nicht, was los Und guck ist. mal, ich setze den Store nicht ein. Ich könnte den Store die ganze Zeit Ach so, und wie einsetzen. gesagt, durch. Genau, das ist das, was ich. Seht ihr das? Münzen aufsammeln, füllt das Ding hoch. Und das will ich vor allem für Greedia nutzen. Weil selbst wenn ich da mal getroffen werde, dann spawnt der ja Münzen. Weil ich ja Münzen verliere durch die Treppe. Und sowas passiert natürlich, ne? Gegner, die in Schüsse explodieren, wenn sie kaputt gehen, die treffen mich halt noch. Treffer, ups. Na, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und dann kann man das viel besser nutzen. Sollte mehr auf den Storm mich verlassen, als hinzulaufen. Weil sowas ist dann halt auch, ne? Die rasseln in mich rein, machen ganzes Herz Schaden, ist scheiße. Mist. Und du kriegst halt nicht so schnell Herzen zurück. Ich muss besser auf meine Herzen achten. Ja, schmuck mal ein bisschen vor. Ich War ein glaube, ich bisschen werde nicht doof, nochmal dass getroffen. der Ja, da andere wurde ich das nochmal gemacht getroffen, aber hat. das war dann der Bosskampf, ne? Ja,
Das ist halt jetzt ein unangenehmer Bosskampf, ne? Seht ihr das? Der Creep ist über meinem Creep und ich stehe natürlich mittendrin. Wie ein Vollidiot. Noch ein Treffer. Und ich bin in dem Gift gestanden. Habe ich nicht realisiert. Mhm. War ein bisschen doof. Bisschen, ja. Oh, noch einer von denen. Ah. Und ich hasse es so abgrundtief, wenn aus dem Nichts dieses Brimstone von dem runterkommt. Ich meine, ja, ich weiß, der schießt, sobald er mich sieht. Aber ich... Oh. Ach, komm. Und dann laufe ich da hoch und natürlich trifft er mich wieder, weil ich komme mit diesem Typ nicht klar. Ich hab's vorhin gesagt, genau der Kollege hat mir mehrere Runs verhagelt. Und den hier auch. Der Run endet jetzt hier nicht. Aber ich meine, ich verliere halt hier Energie, die ich später gebraucht hätte. Schaut euch das an! Viel zu oft getroffen. Viel zu oft getroffen. Mein Gott. Ja, ja. Schlechter Kampf. Ich glaube, hier kommen wir klar. Ich glaube, hier. Doch, da hat es mich nochmal erwischt. Ah, das habe ich nicht gesehen. Und jetzt ist schon wieder so viel los, dass ich schon wieder ziemlich überfordert bin. Ich glaube, ich kassiere noch ein paar Treffer. Ja. Oh, meine Spur hat einen Abflug gemacht. Noch ein Ho... Oh mein Gott. Noch ein Engel-Deal? Angel-Room? Ist einfach zu gut. Kein Deal. Schwert oder Book of Revelations? In meinen Gedanken, dass ich ja die aufladbare Münze habe, dass ich Martyr habe, entscheide ich mich jetzt dafür, den Straw abzulegen und nehme das Book of Revelations mit. Könnte... Dürft ihr jetzt gerne beurteilen, könnte mir den Run gekostet haben. Ich weiß es nicht. Ob ich mit Storm nicht besser gefahren wäre weiterhin. Ich weiß es nicht. Könnt ihr gerne beurteilen. Ich entscheide mich jedenfalls, das Book of Revelations mitzunehmen. Lasst den Storm hier. Und ja, wir machen einfach weiter. Ich glaube, ich habe noch Speedball gekauft. Genau. Und dann geht's weiter. Jetzt spule ich alles ein bisschen schneller vor. Spider Love kriegen wir hier. Außerdem haben wir ein Tiers abbekommen. Nichts weiter Spannendes. Wir haben viel zu wenig Geld. Ich kann hier eh nichts machen. Also geht es jetzt ganz normal in die nächste Runde hier rein. Und ja, doch, die Runde lasse ich jetzt laufen. Weil die hat mir böse auch Energie abgezogen. Die hat mir böse Energie abgezogen. Schaut euch das mal an, was da alles los war. Mit meiner Theorie von wegen ich bleib Camouflage und so weiter, das hat nichts gebracht. Auf geht's. Guckt euch das mal an, was da alles passiert. Ich habe auch den Eindruck, die Tourette-Viecher, die Tourette-Viecher, die sehen mich. Schaut mal. Die schießen voll in meine Richtung. Wo schießen die denn? Die dürften mich doch gar nicht sehen. Guck mal, die wissen, wo ich bin, obwohl ich Camouflage habe. Ich bin noch nicht sichtbar. Hey, du siehst mich doch gar nicht, Kollege. Ja, doch, scheinbar schon. Aua. Und die Viecher da... Und wir werden durch Schaden bekommen wir Energie, durch Münzen bekommen wir Energie. Das ist voll in Ordnung. Die scheinen mich zu sehen. Die scheinen, also die Turretviecher. Guck mal, der greift auch einfach an. Voll gezielt. Voll gezielt. Also stärkere Gegner scheinen mich dann doch zu sehen, aber es heißt eigentlich, Camouflage ist nur bei Bossen nicht effektiv. Hab ich nicht verstanden. War ich verwirrt. Die scheinen mich zu sehen. Ein paar krassere Gegner. Und dann habe ich gedacht, das wird hier immer krasser, das wird hier immer zu viel, also gehe ich mal lieber in den richtigen Angriffsmodus über. Sehen mich vielleicht, oder ist es einfach nur Zufall und die Schüsse... Weil sonst komme ich da nicht raus aus der Geschichte. Weiß es nicht. Na, dadurch... Eigentlich würde dieses Licht jetzt auch noch Herzen herstellen wieder, deswegen gibt es die ganze Zeit dieses Geräusch. Ja, leider tut es das nicht bei mir, weil ich Blue Baby bin. Aber checkt ihr das? Die ziehen, die sehen mich. Obwohl sie das nicht dürften. Es heißt eigentlich nur Bosse sind davon nicht betroffen. Ich glaube, es ist schlauer. Ja, und jetzt gehe ich nochmal in den Kampf über. Es ist eh schon viel zu viel los. Wir haben viel zu viel Energie verloren. Wir verlieren nochmal viel mehr Energie, ihr seht's, ne?
ist dumm gelaufen. Rückwirkend wieder viel zu viel Energie hier liegen lassen. Okay, wir machen weiter. Ich meine, ich habe ja immer noch das Book of Revelations. Meine Gedanken sind, okay, ich kriege ja die Energie zusammen. Ich kriege ja wieder meine Energie zurück. Ist ja in Ordnung. Dann gibt es hier den Satan-Kampf, bla bla bla. Wir werden getroffen und so weiter. Satan-Deal. Mit nix. Ah, nee. Muss ich gestehen. Und ich glaube, habe ich jetzt hier irgendwas gekauft? Ich kann mich nicht erinnern. Einen Abflug machen? Ja, ich bin zu blöd zum Sprengen. Ich habe den einen nur erwischt, was wieder dumm ist. Aber was soll's. Dann habe ich den Rest auch noch gesprengt. Die Karte als Baseball-Item. Ach ja! Ach ja! Wir haben... Stimmt! Habe ich schon wieder vergessen. Wir haben unterwegs eine Karte eingesammelt, die ist im Moment über dem Hold-Item, und zwar Devil. Und mit der Blank-Card kann ich Devil dann ja öfter einsetzen. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier, das Book of Revelations abzulegen und die Blank-Card mitzunehmen, in der Hoffnung, dass ich schön Damage stacken kann. Auch das könnte eine falsche Entscheidung gewesen sein. Ich nutze jetzt noch die letzten Batterien hier, um mich voll hochzuladen, soweit es geht. Und dann nehme ich, wie gesagt, die Blank Card mit und kann alle drei Räume Dings machen. So, jetzt sind wir in der Shop-Ebene. Macht es ein bisschen schneller hier. Wir hatten um die, glaube, 9, 10 Herzen. Einsätze müsste ich. Und schaut euch an, was wir hier alles wieder, wo wir wieder getroffen werden. Es ist, oh, die Aufladung ist nur noch 3. Es ist echt schlimm. Machen wir mehr Damage mit dem Licht? Weil ich wieder mit meinem Camouflage in den Ebenen mit Camouflage rumlaufen, ist einfach Müll. Du musst von Anfang an kämpfen. Das war eine super schlechte Entscheidung, was ich da getroffen habe. Ich dachte so, okay, der Damage müsste sich von dem Lichtstrahl ja auch erhöhen und wahrscheinlich tut er das auch, aber ich werde halt viel zu oft getroffen. Seht ihr das? Kämpfen wir richtig. Das ist... Ich glaube, es ist besser, richtig zu kämpfen. Ja, jetzt wechsle ich zum richtigen Kampf. Trotzdem stecken wir viel zu viel Schaden ein. Ja, wenn du mich jetzt... Das dürfte den Effekt ja verdoppeln. Ich hoffe, dass es das tut. Ich bin sehr... Und ich habe übrigens noch einen Holy Poop in der Reserve, den ich ja nutzen will. Den wollte ich ja schön nutzen, dann gegen Greed. Na? Also Greedia. Gespannt. Den habe ich die ganze Zeit in Reserve. So, hier Satan-Kampf, bla bla bla. Und gibt nochmal einen Engelraum. Ich nehme das Damage ab mit. So. Jetzt habe ich mir noch den Luckfood geholt. Warum weiß ich gerade gar nicht mehr. Habe ich halt gemacht. Und wir gehen weiter. Wir haben noch 6 Herzen. Wir kommen erstmal hier in den Kampf rein. Ich werde ein paar Mal getroffen. Ein Herz hat es mir weggezogen. So. Wir sind im Greed-Mode. Also Kampf. Ich packe erstmal den Holy-Dings da unten hin. Und hoffe natürlich, dass ich noch eine Spur bekomme. Im Moment habe ich keine Spur. Das heißt, der Effekt ist noch nicht so krass, von hier unten auszuschießen. Na, die werden zwar stärker, die Schüsse, und zielsuchend, aber der große Effekt kommt ja erst, wenn ich die Spur noch dazu habe. So, und jetzt Karte. Solange ich getroffen werde, sobald ich getroffen werde, lädt sich mein Ding auf. Sobald ich Münzen einsammle, kann sich das Ding auch aufladen. Insofern, wir werden ein paar Mal Devil stacken. Ihr seht's am Damage, die wieder hochgeht, ne? Plus 3,09. Jetzt hoffen wir, dass wir bis zu einer Spur arbeiten können irgendwann. Aber... Shit. Ich werde leider zu oft getroffen. Und jetzt realisiere ich gerade, dass dieser komplette Part dieser eine Run war. Eine Stunde. Das ist der nächste. Oder hatten wir am Anfang einen anderen Run? Weiß ich schon gar nicht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Vielleicht hatten wir auch einen anderen. Jetzt habe ich zweimal Holy Poop da unten. Zweimal Holy Poop. Ich brauche eine verdammte Spur. Nein. Ich darf mich aber nicht zu sehr, ich muss mich auch aufs Kämpfen konzentrieren. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt auch keine Spur da oben, blöderweise. Na, ich schaue da oben immer hin und gucke, dass eine Spur kommt und es kommt eine Spur. Seht ihr das? 4 Items noch bis zur Spur.
Items sag ich schon, vier Poops einsetzen bis zur Spur. Ich versuche die Poops loszuwerden, ohne getroffen zu werden. Dass wir schön die Spur da unten kombinieren können. Das wäre so ein krasses Damage-Up geworden. Jetzt kommt eine Spur. Die brauche ich. Die brauche ich. Oh shit! Da habe ich mir nochmal selbst gesprengt, erfolgreich. Wisst ihr warum? Weil da der Gift-Dings mit dabei war. Und ich habe das Feuer rausgeholt. Na, da ist der Gas und ich hole das Feuer raus. Genau da, wo ich stehe. Jetzt kommt eine Spur. Die brauche ich. Da, hier ist überall Gas. Überall ist Gas. Und ich? Feuer. Super Idee. Oh shit. Und jetzt setzt er da unten Bombenmünzen hin. Ihr wisst, was passiert. Nein! Ich will's nicht sehen. Die Spur wäre das nächste gewesen, Mann. Die Spur wäre das nächste gewesen. Ich wette, das wäre anders gelaufen mit der Spur nochmal. Aber ich meine, ich habe jetzt auch schon so nur noch drei blaue Herzen. Aber ja, er reißt mir meine kompletten Holy Poops in die Luft. Zack. Aus der Traum. Von Spur plus Holy Poop. Du Drecksack. Naja, und jetzt. Der Damage reicht nicht aus. Meine Fähigkeit auch nicht. Ich bin leider zu inkompetent dafür gewesen, für den Kampf. Ja, das ist jetzt halt einfach normales. Ich werde halt getroffen und gehe drauf. So ein Ding ist das. Echt ärgerlich. Da wäre ein Holy Poop gekommen. Ich wollte noch den Holy Poop da rausholen. Okay. Nee, ist nicht okay. Ist scheiße. Ist scheiße. Aber was willst du tun? Okay, wir brauchen mal wieder eine Zusammenfassungsfolge, ich merke schon. Ja, wir brauchen einen Zusammenfassungspart. Hier ist er. Ein Video ist noch ausstehend zum Zusammenfassen. Machen wir auch noch in dem Part. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ey, ich bin jetzt schon am Zusammenfassen eine Stunde unterwegs. Mein Gott, wie kriege ich das nicht kürzer hin? Es gibt's doch nicht. Aber ich hoffe, es ist trotzdem auch unterhaltsam für euch. Ein Part kommt noch zum Zusammenfassen. Der, den ich gerade aufgenommen habe. So, und wir landen in dem Run von gerade eben, nachdem ich mich jetzt entschieden habe, diese Zusammenfassung aufzunehmen. Mal gucken, ob dieses nächste Video nochmal eine Zusammenfassung der nächsten drei Fails ist. Wir werden sehen. Aber was hier für Potenzial drin gesteckt hat, was ich hier für Potenzial hatte. Ich meine, ich hatte schon geiles Potenzial, gerade in diesem Run mit dem Camouflage-Ding, ne? Das war schon übelst gut. Aber was ich hier in den Sand gesetzt habe, es ist zweimal habe ich was in den Sand gesetzt. Einmal super dumm. Ich könnte mich jetzt noch ärgern, was ich gemacht habe. Und das andere Mal, ja, steht selbst. Schon. Also, normaler Run. Alles in Ordnung. Ne? Ich habe hier gleich mal Holy Poop und so weiter. Passt, ist in Ordnung. Wir kaufen Sachen. Normale Upgrades, bisschen Damage ab. Aber wir haben halt jetzt in. Alles in Ordnung. Ist okay. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Ich gehe jetzt schneller durch. Ne? Ja. Wir haben noch die Karte hier bekommen, was ganz schön ist. Bedeutet schnell HP-Ups. So. Dann war. Es ist eigentlich alles in Ordnung. Es ist eigentlich erstmal alles in Ordnung. Ich bin zufrieden. So, ich werde ein paar Mal getroffen. Ich meine, kann man kraften. Nichts Spezielles. Alles ist okay. Da versuche ich jetzt einfach nicht getroffen zu werden. Es hat nicht ganz gut funktioniert. Aber ist okay. So, erster Engelraum. Gut, jetzt können wir die ganzen Fliegen mitnehmen. Gibt nur ein Item. Es ist der Speer. Okay. Nicht jetzt das beste Item, aber kann man mitnehmen, ne? Ja gut, ich meine, es ist ein einziges Item, was ich mitnehmen kann. Das wäre jetzt nicht das, was ich gewählt hätte. Aber es ist jetzt natürlich auch, wenn es das einzige ist, was man bekommt, nicht das schlechteste. Ja, rückwirkend. Naja. Ne. Aber das... Man muss halt alles Schöne reden. Aber hier ist auch... Hier kann er nehmen. So, der schlimmste Fail kommt. Der schlimmste Fail kommt gleich. Ich geh. Ach ja, das war super lustig. Also, da, ich so... Ja, okay, wir haben ja noch ein paar Bomben zur Verfügung. Ich versuche mal noch den Geheimraum zu finden. Vielleicht nützt er mir ja was. So, und jetzt kommt wieder er hier. Und der Geheimraum. Ja, Treffer. Ich hoffe, es war's wert. Einfach leer. Was ist das denn jetzt? Da
Das ist ein leerer Geheimraum mit einer Luke. Ja, also, das war's wert, auf jeden Fall. Gut, HP ab gibt's hier noch und genau, den Sprinkler gibt's hier auch. Sprinkler ist natürlich eins meiner Items, ne, wo ich sage, okay, nehme ich mit, ist cool. Nehmen wir auch mit. Denn ich kann es recht oft hier einsetzen in der Runde. So, also alles in Ordnung. Wir sprinkeln ein bisschen durch die Gegend. Wir werden zwar auch ein bisschen getroffen. Es ist aber alles nicht so schlimm. Es ist alles nicht so schlimm. Es ist alles okay. Es ist alles in Ordnung. Und wir sind beim Deal. Nicht realisiert. Shit. Deal geschafft. Und hier unten taucht ein Engelraum auf. Den habe ich nicht, aber dafür kriegen wir... Hier taucht ein Engelraum auf. Und ihr wisst, was ich als erstes mache, bevor ich in den Engelraum gehe. Ich sammle die Fliegen ein. Ich sammle die Fliegen von dem Poop ein, damit ich die halt habe und der Poop nicht verschwindet, weil wenn ich den Raum verlasse, ist der Poop weg. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte gerne, dass ich die Fliegen mitnehme, weil die Fliegen sind so wichtig, ne? Und jetzt passt auf, was ich mache. Noch ein Engelraum. Für meinen Fehler kriegen wir noch einen Engelraum, das ist okay. Hier ist ein Engelraum. Hier ist ein Engelraum. Und ich will diesen Poop da oben. Oben rechts. Den will ich einfach nur abschießen. Aber ich bin ein bisschen zu schnell. Ihr ahnt es. Ihr ahnt es. Ihr ahnt es. Ich hasse mich so sehr dafür. Ich hasse mich so sehr dafür. Ihr ahnt es, was passiert. Ihr seht's ja. Ihr seht's ja. Wir gehen aus dem Raum. So, jetzt... Nein! Und ich denke so, oh nein, jetzt ist der Poop weg. Oh nein, jetzt ist der Poop weg. Oh nö, jetzt kann ich die Fliegen nicht holen. Oh nein, Katastrophe. Bis mir die wahre Katastrophe erst bewusst wird. Nein, ich... Wollt die Fliegen mitnehmen? Na! Und jetzt wird mir die wahre Katastrophe bewusst. Durch das Verlassen des Raums ist der Engelraum verschwunden. Ich werde nie erfahren, was da drin gewesen wäre. Wir werden es nie erfahren. Niemand von euch wird erfahren, was in diesem Engelraum gewesen wäre. Niemand. Kommt der nochmal? Nein. Ihn irgendwie nochmal herholen? Nein. Ich hasse gerade alles, ne? Ja. Wäre wahrscheinlich nichts Gutes drin gewesen. Bestimmt. Ach ja. Das war so ein Fail. Der hat mir mal wieder... Der hat mir gerade echt... Also, das ist jetzt ja gerade mal eine Stunde her oder so. Der Fail hat mir... Böse die Laune vermiest. Scheiße. Ja, also... Du Scheißtür. Ey, das... Ja, was will man tun? Es ist passiert. Weil ich die Fliegen holen wollte. Richtig, weil wegen ich den dummen Fliegen. Scheiß Fliegen holen wollte. Also wegen den Fliegen und weil der Raum schon offen war. Imagine einfach, der Itemraum wäre noch nicht offen gewesen, wir hätten auch keinen Schlüssel gehabt, dann wäre nichts passiert. Ob es das jetzt wert gewesen wäre? Nein, war es nicht. Okay. Jetzt läuft es relativ normal weiter. Ich versuche halt noch das Beste draus zu machen. Ne? Mit dem Sprinkler arbeiten wir ganz gut und so weiter. Ich weiß halt leider nie, was ich bekommen hätte. Wir haben noch ein halbes Herz jetzt. Also so normal ist es dann doch nicht gelaufen. Und mit an wem lag's? An welchem Gegner lag's? Na, guckt's euch an. Einfach nur eine dumme Scheiße. Mein bester Freund. Ich krieg keinen Engel... Oh mein Gott. Wenn ich krieg keinen Engelraum... Oh Mann! Der zweifache Ausführung da ist. Oh, zwei von denen. Ja, klar, leck mich doch am Arsch, echt. Oh, ist das kacke. Ja, der zweite Engelraum, es ist frustrierend. Es ist und bleibt frustrierend. Oh, es ist so kacke. Aber ich kann es leider nicht mehr ändern.
So, wir gehen weiter. Ich nehme Suicide King mit, warum auch immer. Jetzt hole ich mir noch das Batterie-Item, das sozusagen durch Schüsse das Ding aufgeladen wird, was ganz cool ist. Nicht durch Schüsse, aber durch Treffer aufgeladen wird, was ganz cool ist. Die bleiben hier nämlich. Jetzt bleiben hier nämlich die 7er-Items. Weil wenn ich habe mir dann die 7er-Items gekauft, weil die halt günstiger sind. Und wenn ich rerolle, dann würde das zu einem 15er-Item theoretisch werden können. Deswegen habe ich die geholt. Waren ganz coole Sachen dabei. Ihr seht es jetzt in der Liste, was ich alles gekauft habe. Ist okay gewesen. War ich wieder ein bisschen versöhnt mit dem Run. Ein bisschen. Dann halt ist hier normaler Kampf. Ach so, ja. Naja, normaler Kampf. Guckt's euch an. Ist in Ordnung. Let's go. Ich will mich zusammenreißen, muss einfach noch motiviert zu sein. Kollege. Ach Mann! Ich hasse diese fetten Dinger. Das ist doch Kacke. Zieht's euch rein, wie schnell ich wieder alles verliere hier. Das ist ich spüre viel zu viel Energie. Zu bald. Oh nein, da oben wollte ich es nicht setzen. Und vor allem, er taucht einfach auf. Er ist nicht mal hier Bossgegner. Nein, diese scheiß Brimstone-Dinger, ich kann die nie vorhersehen. Er taucht einfach als normaler Gegner auf. Gottes Willen, wieso kommt jetzt hier schon Boss? Haben wir den Boss aktiviert? Was zur Hölle? Haben wir nicht. Wo kommst du denn her, mein Freund? Er ist Bonus. Lösch dich mal. Aber wo kam der denn jetzt her? Das war nicht mal der Bosskampf, der war einfach so da. What the hell? What the hell, okay. Sheesh. So, ich bereite wieder ein bisschen vor. Wir gehen in den Kampf rein. Kannst du bitte nicht finster machen und mich abschießen? Wo kommt er? Wo kommt er? Ah! Nein, 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 nein. Halbes Herz. Ich habe ein ganz dunkles, böses Gefühl. Da sind irgendwelche Spinnen unterwegs. Oh Gott. Das läuft nicht gut. So, ich habe die Wahl, halbes Herz oder Satan-Deal. Also halbes Herz behalten und weitergehen oder Satan-Deal. Ich werde das nicht überleben, aber wir müssen den Kampf machen. Wir müssen den Kampf machen. Aber ich werde es nicht überleben. Oh no. Mein bester Freund. Oh. In zweifacher Ausführung. Was kann schon schief gehen? Ich glaube, ich bin jetzt gleich ein bisschen laut. Ich weiß es nicht. Ja. Wie soll ich denn aus dem Nichts mit Brimstone ausweichen? Okay, ich bin nicht laut. Ach, das mit dem Engelraum war scheiße. Absolut. Das mit dem Engelraum war richtig scheiße. Wir starten den nächsten ran. Halt das Ding. Und bekommen am Anfang gleich mal diese Sticky Bomb, was ganz cool ist, und ein Tears-Up, was auch ganz cool ist. Also, es ist in Ordnung. Guter Start. Und natürlich... Treffer sind nicht so gut. Ich mache ihn nochmal Schaden bei... Oh Mann, 2 Herzen hat der Mitch wieder gekostet. Okay, das hören wir uns nochmal in Gänze an. Conan schimpft. Oh mein Gott. Dass ich ausgerechnet in den wieder reinrenne, ist natürlich dumm. Weil er halt ein ganzes Herz Schaden macht. Der muss weg jetzt, der dumme... Drecksack da. Und ich renne natürlich nochmal rein. Nice. Und natürlich mache ich nochmal Schaden bei... Oh Mann, 2 Herzen hat der Mitch wieder gekostet. 2 Herzen. Also, normaler Kampf weiterhin. Nicht. Auch wenn ich wütend mit der Salty bin. Ach ja. Da habe ich vorhin noch so schön gesagt, ja, mach ruhig dein Ding da unten, das ist in Ordnung. Er ist hier. Ist okay, mach dein Ding. Bleib einfach unten, mach dein Ding. Mhm.
Und er macht sein Ding, ne? Er setzt überall seine Dinger hin und ich lauf natürlich voll rein. Nein! Oh. Er hat sein Ding gemacht und ich bin reingelaufen. War natürlich nicht so günstig. Nee, war es nicht. So. Ansonsten guter Kampf. Nicht. Okay. Wir holen uns noch die nächsten Items hier. Und dann Abflug. Curse of Darkness, mein Lieblingscurse. AP ab. In Ordnung. Never mind, habe ich halt dumm geredet. Kaufen. Dann bereiten wir da wieder vor, kämpfen ein bisschen. Na, alles normal. Neue Spur. Das heißt normal nicht, aber halt, ja, wir kämpfen halt. Okay, und ihr noch. Ziemlich schlecht, aber wir Kein kämpfen. Kein Problem. Engelraum. Gibt mir das Immaculate Heart, dafür entscheide ich mich dann am Ende auch. Dann gab es jetzt hier noch die Dead Onion. Dead Down. Dafür entscheide ich mich auch, die mitzunehmen. Zufrieden, die wir haben, aber. Und soweit sieht es doch ganz ordentlich aus. Da sind jetzt Dinge. Und hier gibt es jetzt ein Item, das ich ausprobieren wollte. Und zwar das Pause-Item. Erst Itemraum. Eine Frage. Dieses Pause-Ding. Wie genau funktionierst du? Das war fort und das. Ach ja, ups, ich hab gespoilert. Okay. Wir müssen jetzt mal kurz was probieren. Sorry für Spoiler. Weit vorgespult. Ich hoffe, dass ich mich nicht gleich wieder selber sprenge. Aber ich will die Kiste da rausholen. Nice. Wehe, das war es nicht wert. Natürlich kaufe ich das Messer. Können Sie uns... Kills. Denn ich kann ja hier blaue Herzen nachkaufen. Und damit hat sich die Pause-Item-Bedienung erstmal für mich erledigt. Das muss ich jetzt komplett auffüllen. Kills Heal, Schwachsinn. Kills Heal, ja super. Toller Schwachsinn. Ganz toll. Kann eigentlich raus aus dem Pool. Ist er leider nicht draußen. Ach so, ich kann es ja auch so machen. Habe ich komplett vergessen, dass ich das ja auch ohne Spreng mal hier hin spreng. Doch, jetzt bereiten wir vor und jetzt geht's mit dem Messer hier. Leute, drücke ja nicht die Taste. Ich laufe ja nur rum und stech Leute ab. Ist das ein Ding? Funktioniert das? Na, jetzt ist nämlich dadurch, dass ich das Messer habe, ist für mich gedanklich das Pause-Ding wieder attraktiver geworden. Funktioniert das? Oder funktioniert das nicht? Ist das... Oh, es kommen doch Tränen raus. Okay, interessant. Nur sehr selten jetzt. Okay. Kann ich mitleben. Ah, vielleicht hängt es auch mit dem Shotspeed zusammen, dass die Tränen... Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich laber scheiße. Ich dachte nur, wie Make It Hard funktioniert nicht mehr wegen dem Messer, aber es funktioniert noch. Aber wisst ihr, was gut ist? Wir müssen jetzt den Satan-Kampf nicht machen, weil wir waren schon im Deal drin. Aber wir müssen nur die Bosse machen. Wir müssen den Kampf nicht nochmal machen. Wir müssen jetzt nur den normalen Bosskampf noch machen. Das ist gut. Nein, hör auf, mich zu treffen. Ja, war ein halbes Herz, kann man verkraften. Doch. Ich hol mir jetzt die Bedienung. Noch Kohle geben. Und ich beides kaufen. Ich könnte nur den Pause-Button kaufen und dann hoffen. Probieren wollen. Dann noch blaue Herzen. Ich hoffe, das war die gute Entscheidung. Wir werden sehen. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Wie gesagt, meine Theorie ist, ich kann ja mit dem Messer rumlaufen und die Viecher erledigen, ohne dass ich sozusagen dadurch schieße. Denn der Pause-Effekt wird erst aufgehoben in dem Moment, wo man schießt. Die Entscheidung. Wir werden sehen. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Wenn ich nur mit dem Messer rumlaufe, das ist meine Theorie, wenn ich nur mit dem Messer rumlaufe, schieße ich ja nicht. Das dürfte eigentlich... Okay, ich muss noch kurz Dings legen. Ja, wir bereiten noch ein bisschen vor. Und die Fliegen würden ja auch regeln. Hast du die genug Fliegen vorbereitet? Ja auch. Bist du jetzt zufrieden mit deiner Vorbereitung? Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. So, ich drücke Space. Und hier ist jetzt erstmal Stillstand.
Aber die nächste Welle kommt. Und die haben mit Space nichts mehr zu tun. Die haben mit der Pause nichts mehr zu tun. Die reagieren da nicht drauf. Das gilt nur für die, die aktuell da sind. Wer nachkommt, ist ganz normal, normaler aktiver Gegner. Ah, das reagiert nicht auf die nächsten... Okay, das reagiert nur auf den aktuellen Raum. I see. Die neu spawnen, die juckt es nicht. Okay, dann war es nicht die beste Idee. Dann konzentrieren wir uns einfach nur aufs Kämpfen. Ja, mache ich gut. Wie oft ich da schon wieder getroffen wurde, ne? Eine coole Geschichte. Wie oft ich da schon wieder getroffen wurde, ey, es ist echt traurig. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir hier nicht... Echt traurig. ...den Run verbaue. Mhm. Indem ich zu viel Energie verliere. Mit einem Messer wäre schon krass, ne? Mit einem Messer noch den Run versauen, wäre schon krass eigentlich, ne? Aber ich sehe nicht, wie viel ich noch habe. Und ich sehe nicht, ob ich von Einzelschüssen getroffen, also von kompletten getroffen wurde. Okay, ich spule ein bisschen vor. Wir kämpfen. Okay. Bosse sind nicht immun gegen den Effekt, also beim Boss kann ich es eigentlich einsetzen. So, jetzt wird es beim Boss getestet. Aber den Boss machen wir so. Aber bei dem doch nicht. Den Boss machen wir so, vielleicht ist der zweite dann relevanter. Für das Item. Ich meine, klar, mit Messer geht er recht easy, ne? Kein Problem. Jetzt taucht Monstro auf und ich Doofkopf. Ich setze dann Space ein, aber habe immer noch so ein bisschen diese Aufladung von dem Messer drin. Das heißt, ich habe noch die Taste gedrückt. Ja. Nein, ich habe geschossen. Ah, ich wollte. Und dadurch schieße ich erstmal natürlich wieder, ne? Also hat leider nicht funktioniert. Also normaler Scheiße. Kampf und wir werden leider wieder getroffen. Wurde jetzt schon ganz schön oft getroffen, muss ich gestehen. Ja. Muss jetzt echt aufpassen. Zu oft. Viel zu oft. Dass das nicht in die falsche Richtung läuft. So. Ich bin gerade ganz ehrlich, Leute. Ich bin gerade ganz ehrlich. Bist du immer. Ich weiß, wir haben noch den Satan-Kampf vor uns. Ich weiß, ich habe hier die Spur, aber ich nutze die Spur mit dem Messer gerade eh nicht wirklich effizient. Ach so, ich gehe hoch und hole mir blaue Herzen, ne? Und Schlüssel, genau das mache ich. Dann holen wir uns... Wo kam er? Ach ja, und dann habe ich hier die Kollegen kaputt gemacht und da kam einfach ein fucking Keeper raus. Was habe ich denn jetzt? Nicht Keeper, wie heißt das Viech? Greed. Was ist passiert? Was mir natürlich Schaden gekostet hat. Wo kam er hier denn her? Ne? Der ist einfach rausgekommen. Da muss ich echt aufpassen, das wusste ich nicht, dass das geht. Dass ich mit dem Feuer da drüber renne und dann kommt einfach er raus. Wir bekommen nochmal einen Itemraum, habe ich ganz verdrängt. Okay, hier kann ich mit... Und jetzt wieder diese Viecher und ich so, ja okay, ich kann ja mit Pause da reingehen. Zum Beispiel vorstellen. Und ich gehe mit Pause rein. Und zwar jetzt. Der erste ist gesprungen, der zweite ist in der Luft. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. So, ich versuche jetzt da ranzukommen. Klappt auch ganz gut. Na, er ist down, aber der zweite ist halt in der Luft. Wo ist der andere? Ach so, der ist in der Luft gerade, ne? Und trifft mich natürlich sofort, sobald er runterfällt. Es ist so zum Kotzen. Du bist so ein Arschloch, ne? Hätte ich das besser getimed, hätte ich beide direkt erledigen können. Ich werde nochmal getroffen. Aber es hat grundsätzlich funktioniert. Nicht ganz so, wie ich geplant hatte. Aber grundsätzlich hat es funktioniert. Ja. So. Naja. Naja. Bitte schwarze Herzen. Das ist das Beste, was ich gebrauchen kann. Alles andere wäre jetzt nicht so. Ja, okay. Ist in Ordnung. Passt so. Passt. Hätte mehr sein können, aber alles besser andere als nichts. Können wir behalten hier. Besser als nichts. So. Wir gehen weiter. Range up und Damage up plus HP up. Und jetzt hier natürlich wieder Martyr. Was für mich natürlich so eine Sache ist. Okay, cool. Wenn ich getroffen werde, lädt sich meine Pause ja schneller auf und ich kann öfter Pause machen. Wir sind in Sheol übrigens. Seht ihr ja selbst. Und jetzt kommt hier wieder diese Kacke. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Die auflösen. Okay. Jetzt schauen wir einfach, dass wir möglichst schnell die Gegner hier loswerden.
Vor allem diese großen Viecher müssen schnell weg. Die sind richtig böse immer. Mhm. Aber mit Treffer. Dem Messer sollte das jetzt passen. Treffer. Ah! Treffer. Das ist so traurig, was ich zusammenspiele, Mann. Ich hasse... Alter, jetzt sind die Nächsten da. Treffer. Treffer. Da kam er von unten hoch. Die sind so schlimm. Jetzt geht's hier richtig ab, ne? Hier sind diese Brimstone-Dinger. Ey. Wie soll man aus sowas rauskommen, ohne getroffen zu werden? Also, real talk. Diese Brimstone-Dinger müssen explodieren und es ist überall einfach nur Brimstone. Oh Gott. Guckt euch an, was jetzt los ist. Oh Gott. Wir haben noch 2 Herzen. Oh Gott, Brimstone. Überall Brimstone. Wie soll ich denn da rauskommen? Und Kack, oh, überall Kack. Alter! Ah, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wie viele Herzen ich in der kurzen Zeit verloren habe. Was kommt jetzt noch dazu? Die Scheißviecher. Und ich habe Cherio unten. Ich habe jetzt noch ein halbes Herz. Ich gehe jetzt auf Cherio. Erstmal seht ihr aber gleich, verdrücke ich mich und wechsle einfach durch. Obwohl Cherio schon ausgewählt war. Ich hätte einfach nur Q drücken müssen. Ich habe es zum Glück da noch rechtzeitig geschafft. Gerade so. Hier aufs Nummer sicher gehen. Und der Ding wäre nämlich explodiert. Wenn ich da mit dem Messer hingegangen wäre, der wäre mir wahrscheinlich explodiert und hätte mir wahrscheinlich Schaden zugefügt. Also Pause plus Messer. Viel zu viel Energie verloren. Was zur Hölle? Was tue ich hier? Ja, viel zu viel Energie verloren. Alter. Keine Chance. 14 Münzen. Ich kann mir nicht mal Martyr kaufen. Was? Ich hasse euch. Krieg auch kein Geld durch die Viecher. Martyr bleibt mir einfach verwehrt. Und was will ich eigentlich mit einem halben Herz mit Martyr? So. Lief komplett scheiße. Ey, das ist doch nicht wahr. Lief komplett scheiße, was ich da zusammengespielt habe. Mit dem Messer! Mit dem fucking Messer! Krieg ich's nicht auf die Reihe. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich fass gleich einfach in einem Part dann 3 Fails zusammen. Mal. Da sitze ich gerade. Mal wieder. Oh je. So, hier läuft das Messer ganz gut. Wo ist mein Messer hin? Ach, nach oben. Das hat sich komischerweise nach oben gedrückt, ich weiß nicht warum. Er hat einen Abflug gemacht. Beide sind weg. Problem ist, der nächste macht halt keinen Abflug. Nein! Macht dich weg! Macht euch weg! Fangt gar nicht erst an, Scheiße zu machen. Okay. Wir haben nochmal Pause. Wir haben die Pause-Funktion nochmal aufgeladen. Ich würde den Martyr so gern kaufen, aber ich bin tot. Blöde Aussage, ne? Kommt, dass meine Pause des Rechts... Ich habe mir übrigens trotzdem geholt. ...sich auslöst. Und dass dann da wieder schwarze Herzen drin sind. Noch Pause. Messer geht wieder nach oben. Scheinbar geht es immer nach oben oder so, ich weiß es nicht. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. Okay, wir haben es, ne? So. Gib mir schwarze Herzen. 2 schwarze Herzen. Huh! Glück gehabt. Es geht noch ein bisschen weiter. Wir landen also in der Shop-Ebene. Und ich denke, ab jetzt lasse ich es einfach durchlaufen. Die letzten 3 Minuten genießen wir einfach gemeinsam. Genießen. Lösen soll. Genießt mit mir diese Minuten. Blaues Herz. Ich mache ihn jetzt auch wieder ein bisschen lauter, den Kollegen, weil ich werde jetzt nicht mehr viel sagen. Schaut es euch einfach an.
wie ich es versaue. Ich kann 2 blaue Herzen kaufen. Warte hier, ich gehe kein Risiko mehr ein. Okay, okay, okay. Ich muss mit der Energie jetzt klarkommen. 4,5 Herzen. Messer. Pauseknopf. Martyr. Darf man das versauen? Ich krieg ja nochmal mit. Also, wenn ich jetzt überstehe den ganzen Shit, dann krieg ich ja nochmal Zeug. Und dann kann ich mir mehr blaue Herzen kaufen. Das ist alles, was ich hier noch ausgeben will. Ich werde mein Geld komplett für blaue Herzen ausgeben. Nichts anderes mehr kaufen. Okay. Und dumm wie ich bin, habe ich wieder Pause eingesetzt, habe die Taste immer noch auf Aufladen vom Messer und dadurch ist es natürlich wie ein Schuss. Ach, ich habe Blödsinn gemacht. Der ist nicht relevant. Der ist leider kommt zu viel nach. Es kommt einfach zu viel nach. Ich hätte das mit dem Pause-Ding lassen sollen. In der Situation. Ich hätte es lassen sollen. Der existiert nicht, oder was? Dadurch, dass ich da hochlaufe, dadurch, dass ich nicht mehr vernünftig kämpfe, kassiere ich so viel Schaden. Das war einfach Schwachsinn. Dadurch ist es halt viel zu viel geworden. Schaut's euch an. Schaut's euch an. Hätte man ganz normal mit dem Messer gekämpft, wie man es normal tun würde, wäre das gelaufen. Aber so nicht. Oh shit. Mach jetzt mal anders. Ich wollte jetzt hier stoppen und ein paar blaue Herzen nachholen von den Münzen, die ich habe. Also ich wollte jetzt halt das, was hier ist, noch besiegen. Ich mach jetzt mal das, was hier ist und dann holen wir uns mit dem Geld, was wir haben, die neuen blauen Herzen. Ja, hol dir die neuen blauen Herzen mit dem Geld, was hier ist. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Hier. Hier. Das Ding ist noch exakt existent. Da existiert noch was. Treffer. Könnt nochmal Space drücken. Mach ich auch. Bin aber dumm. Seht ihr es? Ich habe wieder die Aufladtaste gedrückt. Ja, und dadurch würde ich halt geht das Space wieder weg. Nein, ich drücke immer da. Oh Mann, ich hab den mal auf. Und dann laufe ich in diese. Seht ihr das? Ich laufe in diese Träne rein, die gespaced wurde. Da existiert noch was. Nein, ich drücke. Da oben. Immer da. Oh. Ich laufe einfach in die Träne rein. Oh Mann, ich hab den mal auf. Oh fuck. Ich hab den nicht gesehen. Es geht einfach... Oh Mann, ich... Ich wollte mir blaue Herzen aus dem Geld holen, was ich hier hatte jetzt, aber... Ja, Zusammenfassungspart. Here it comes. Da war er, der Zusammenfassungspart. Ich glaube, wir sind bei 1,5 Stunden. Ja, kommt hin. Ich habe 3 Videos in 1,5 Stunden zusammengefasst. Ist okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich nicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.